Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein kleines Achievement, das wir unter Kunden und dann Dracheninseln finden und das Ganze heißt leichter Mammutdiebstahl und für dieses müssen wir Folgendes machen. Reitet die 10 jungen Mammuts aus den folgenden Gebieten zum Mammutzähmer Tuvak im Glutsturm. Wir müssen im Endeffekt jetzt 4 Mammuts finden und diese zu einem Dude bringen und der Dude ist hier unten auf den Koordinaten 39, 54 und die Mammuts sind hier einmal im ersten Gebiet, Küste des Erwachens, verstreut. Das erste habe ich jetzt hier schon, einmal auf den Koordinaten 37, 44. Das ist hier ganz am Rand an so einem Wasserfall dran. Ihr seht, wir sind hier, was heißt Wasserfall? Es ist ein Lavafall, wenn wir ehrlich sind. Und das Viech müssen wir uns jetzt schnappen und dahin reiten. Es kann sein, dass ihr hier diesen Aufsitzen, dass ihr das Symbol nicht habt und da nicht drauf kommt, dann müsst ihr einmal einen Relog machen und dann sollte es eigentlich funktionieren. Das war bei mir auch gerade der Fall, ist teilweise ein bisschen buggy. So, das Ding ist jetzt hier sogar relativ schnell, 280 Bewegungsgeschwindigkeit. Und da pesen wir jetzt einmal hoch, also hier nach oben, dann einmal an den Mobs rum. Wir triggern die tatsächlich, also das ist ein bisschen tricky. Und da hinten müsste dann auch schon das Lager sein, also da wollen wir hin und uns dementsprechend unser kleines Mammut einmal abgeben. In dem Lager sind übrigens quasi Gegner, die neutral sind. Die könnt ihr angreifen, solltet ihr aber nicht, denn wir wollen ja das Mammut da abgeben. Ihr seht, die kann ich jetzt hier alle angreifen, das wollen wir nicht. Und der Typ, der da sitzt, und bei dem müssen wir das Mammut abgeben. Und ihr seht, das erste ist schon mal auf. Geploppt und damit können wir das jetzt hier einmal absitzen und dementsprechend zum nächsten weiter. Dann sind wir am zweiten Spot unterwegs und zwar ist es hier unten auf den Koordinaten 33, 72 und hier an diesem Lavafluss dran haben wir dann dementsprechend das nächste kleine Mammut. Da können wir aufsitzen und jetzt müssen wir auch wieder rüber. Jetzt müssen wir gucken, wenn wir durch die Lava laufen, wie gut, das bekommt dem nicht sonderlich gut. Jetzt schauen wir mal, wo da der beste Weg ist. Ich laufe jetzt mal ein bisschen hier außen rum. Wie ihr dann lauft, ist relativ egal. Ihr müsst halt gucken, dass ihr selber nicht sterbt, ne? Wahrscheinlich ist es nicht so clever, hier durch die Lava durchzuhatschen. Oben wird es dann nämlich auch eine Brücke geben. Wir sind auch wieder hier relativ schnell, 200 irgendwas Prozent. Fähigkeiten können wir, glaube ich, keine einsetzen, oder? Kann ich mich heilen, wenn ich auf dem Mammut bin? Nein, leider geht das nicht. So, dann versuchen wir jetzt mal, die Gegner ein bisschen zu umlaufen. Und tigern dann einmal hier so ein bisschen rum. Und jetzt ist halt das gleiche Spiel wie eben. Also wir bringen das Mammut einmal hier zurück zu dem Typen auf den Koordinaten 39, 55. Einmal hoch und dann können wir es einmal hier hinten abgeben. Ihr habt ja vorhin gerade gesehen, ihr müsst quasi nur in das Lager reinlaufen, in die Nähe von dem Typen. Dann wird das schon quasi als erledigt gemarkt und danach könnt ihr absteigen und quasi zum nächsten rüberflattern. Also da haben wir ihn wieder, hier hockt er. Und tada, da haben wir dann auch schon Nummer 2. Dann sind wir jetzt bei Nummer 3. Und zwar ist es hier ganz hinten auf den Koordinaten 23, 71. Und das ist quasi einmal hinter diesem Haus bei dem Siege-Event, ne? Also bei diesem Haupthaus. Und ihr seht schon, hier buggt es wieder. Heißt, ich muss jetzt einmal kurz einen Relog machen, um dementsprechend einmal aufsetzen zu können. Sudala, nach dem Relog konnte ich dann auf das kleine Viech aufsteigen. Ich dachte mir, ich spare jetzt euch mal den kompletten Weg. So spannend war er jetzt nicht. Das geben wir jetzt auch hier ab. Und dann haben wir auch Nummer 3 eingetütet. Für die, die es wissen wollen, ich bin quasi von da hinten einmal durchs Lager gehopst. Hier ein bisschen bei der Lava aufpassen und dann hier über die Brücke einmal hier hoch. Aber, wie gesagt, ist einfach nur ein ewig langer Weg. Die 5 Minuten, die ihr habt, reichen aber dicke aus bei dem. Dann sind wir am letzten Spot angelangt. Und zwar seht ihr schon, da ist wieder das kleine Mammut. Es buggt mal wieder, also muss ich gleich nochmal einen Relog machen. Wir schauen uns jetzt aber auf der Map schon mal an, wo wir sind. Wir sind hier hinten einmal auf den Koordinaten 66, 24. Und ihr seht, bis zu dem Typen ist das ein ganz schön langer Weg. 5 Minuten haben wir Zeit. Und ich würde sagen, ich gucke mir jetzt gleich mal den Weg an und berichte euch dann am Ende, wie viel Zeit ich noch über hatte. So, jetzt bin ich auf die letzten Meter hier. Ihr seht, ich habe jetzt noch 50 Sekunden. Es geht, von da hinten hochzulaufen. Ich bin jetzt quasi, wenn wir jetzt laufen, erstmal die Strecke zu Ende, dass ich das Achievement auch kriege. So, da ploppt's auf. Also ich bin jetzt persönlich hier aus dem Lager rausgelaufen, habe nicht den linken Weg genommen, sondern den rechten, bin dann irgendwie da hinten rum.
und dann quasi hier durchgetigert. 15 Sekunden hatte ich jetzt knapp über, 40, 50 Sekunden. Wenn man jetzt hier überall ein bisschen abgekürzt hätte, hätte man es noch schneller haben können. Also es geht echt, dass man da gut durchkommt. Und ja, damit haben wir jetzt quasi alle 4 Stück abgegeben und dann auch unser schickes Achievement. Mehr ist es tatsächlich nicht. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.